Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum AD Dienstag. Heute dreht sich alles um Djinn und vor allem um die Frage, wann baue ich Crit und wann baue ich Armor Pen. Lange Zeit war ja quasi das Armor Pen Item Build das Must-Have, wenn man richtig böllern wollte, aber vor allem Nerfs auf eigentlich so ziemlich jedem einzelnen Spell von ihm haben den Crit Build so ein bisschen wiederbeleben lassen, weil das Prinzip des Armor Pen Item Builds war ja, mit jedem Spell viel Schaden zu machen und wenn der Schaden runtergeht, ist es nur logisch, dass auch der Item Build wieder schlechter wird. Vor allem Dev zum Beispiel hat auf den Worlds wieder vermehrt den Crit Item Build auf Djinn gebaut und wir schauen uns jetzt einfach mal an. Warum? Wie schon erwähnt, sind natürlich die Nerfs nicht komplett irrelevant, was diesen Change zum Crit-Item-Bild angeht, aber es gibt trotzdem auch noch ein paar andere Aspekte. Schauen wir uns dafür doch einfach mal den Armor-Pen-Item-Bild an. Anfang tut man eigentlich immer mit einem Ghostblade, gefolgt von Maw of Mimortius, Duskblade of Draktar, Last Whisper. In welcher Reihenfolge ist dann nur abhängig von dem Gegnerteam. Wenn man jetzt super viel AP hat, kann man auch früh einen Maw bauen, einer der Vorteile. Draktar kann man theoretisch auch weglassen. Ich zum Beispiel mag es nicht so, die meisten kaufen sich es aber, wenn sie auf Armor-Pen gehen. Ab dem vierten Item geht es dann in Richtung Crit und meistens sieht dann ein Full-Item-Bild ungefähr so aus. Ghostblade, Draktar, Maw, Last Whisper, Fireken. Vielleicht noch Infinity Edge, wenn man die Schuhe verkauft. So in diese Richtung ungefähr bewegt sich der Armor-Pen-Item-Bild. Bevor wir dazu kommen, warum diese Item-Bild denn nicht mehr ganz so geil ist und warum Crit eventuell sogar besser sein sollte, hier mal die Vorteile von diesem Armor-Pen-Item-Bild. Man hat zum einen natürlich einen unglaublich angenehmen Item-Bild-Pfad. Das heißt, man geht in die Base, kauft sich einfach so viele Langschwerter, wie man kann. Wenn man mehr als zwei Langschwerter kaufen kann, kauft man sich eine Teilkomponente vom Ghostblade. Man hat immer irgendwas zum Kaufen, wenn man Base geht. Das ist der große, große Vorteil, was bei einem zum Beispiel BF für den Essence Reaver nicht immer der Fall ist. Außerdem hat man natürlich einen sehr, sehr frühen Power Spike mit dem Ghostblade. Man braucht das Item eigentlich nur fertig haben und schon kann man so ziemlich alles nutzen, was geht. Extrem gutes 2v2-Potenzial hat man dann auch. Das Item ist einfach sehr gut unabhängig. Man braucht nicht noch ein Item, um wirklich das volle Potenzial auszuschöpfen, sondern du hast Ghostblade fertig, du kannst anfangen zu böllern. Das ist so das Prinzip von dem Ghostblade auf Djinn. Dazu kommt dann auch trotzdem nach den Nerfs noch der sehr hohe Schaden auf den Spells durch die Armor Pen und durch auch die hohen AD-Werte, denn Ghostblade gibt dir nicht nur Armor Pen, sondern eben auch sehr, sehr viel hohe AD-Werte. Und diese beiden Gründe, eben der frühe Power Spike plus der hohe Schaden auf den Spells, sind eigentlich die beiden Hauptgründe. Dazu kommt dann auch noch, dass der Item-Build sehr flexibel ist. Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass man zum Beispiel als zweites Item sogar schon einen Maw of Mimortius kaufen kann, sollte das Gegnerteam sehr viel AP haben. Oder auch ein Last Whisper kann man in der Theorie sogar schon als zweites Item, realistisch gesehen, aber eher als drittes Item kaufen. Trotzdem eigentlich früher als beim Crit-Item-Build zumindest gewünscht ist. Und zusätzlich macht der Armor-Pen-Item-Build tatsächlich auch mehr Schaden an Türmen. Denn zum einen Kritten Autotex nicht an Türmen, außer natürlich der Filter von Djinn, den ihr aber bei beiden Item-Build-Varianten habt. Und mit dem Ghostblade oder generell mit dem Armor-Pen-Item-Build hat man lange Zeit mehr AD tatsächlich als mit dem Crit-Item-Build. Auch wenn man denkt, Crit-Item-Build, passive, geil. Aber der rohe AD-Wert ist ziemlich ausschlaggebend und man darf nicht vergessen, dass sich Armor Pen auf den Schaden am Turm ausübt, ja? Kann natürlich sein, dass einige von euch das nicht wissen, aber Armor Penetration wirkt sich tatsächlich auf den Schaden am Turm aus. Das war noch nicht immer so, das ist seit ein paar Monaten so. Inzwischen aber, ja, sollte das jeder wissen, falls nicht, hier die Info, ja, damit ihr nicht wie ein Depp dasteht, falls ihr irgendein Argument mit Freunden habt oder so, wie zum Beispiel ich vor einigen Monaten. Natürlich hat der Item-Build auch einige Nachteile, sonst würde man nicht einen anderen Item-Build erwägen. Zum einen hat man deutliche Mana-Probleme mit diesem Item-Build. Natürlich jetzt nicht in der Form von, du drückst zwei Spells und bist wie bei einem Blitzcrank-Q oder wie auch immer. Aber man muss trotzdem schon ein bisschen mit seinem Mana haushalten. Vor allem, wenn man eben sehr, sehr gerne Spells benutzt. Und der zweite und ausschlaggebende Schwachpunkt ist, dass du gegen Tanks oder eben gegen Ziele, die sehr früh Rüstung kaufen, ziemlich aufgeschmissen bist. Denn die Formel quasi ist immer noch, Armor Penetration ist sehr gut gegen Ziele, die wenig Rüstung haben, denn die letzten Rüstungspunkte, so die letzten 50 Rüstungspunkte, sind zum Beispiel mehr wert als die Rüstungspunkte von 300 auf 350 Rüstung. Habt ihr jetzt 50 Armor Pen, dann reduziert ihr bei einem Squishy, bei einem Supporter, die Rüstung von 50 auf 0. Macht unglaublich viel mehr Damage, ich glaube so ungefähr 25% mehr Schaden. Reduziert ihr aber von einem Tank die Rüstung von 350 auf 300, ja, dann kann man den Unterschied kaum spüren. Und deswegen ist man gegen Tanks oder eben gegen Ziele und Teams, die früh Rüstung kaufen, mit Armor Pension relativ aufgeschmissen. Und gerade diese Schwäche und natürlich die Nerfs sind mit der ausschlaggebende Grund, warum der Crit-Build so ein bisschen sein Comeback feiert. Natürlich jetzt hier zur Verständnis erstmal wieder, der Standard-Crit-Build sieht wie folgt aus. Essence Weaver first, dann Fireken meistens. Manche kaufen auch Infinity Edge, aber ich finde Fireken als zweites besser. Als drittes dann Infinity Edge, dann kann man variieren, Last Whisper, BT, noch mehr Crit, alles möglich. Aber prinzipiell Essence Weaver, Fireken, Infinity Edge, so sieht der Core-Item-Build vom Crit-Gen aus. Vorteile sind hier, dass man zum einen absolut unendliches Mana hat. Also ich
habe noch nie mit Crit-Gen Mana-Probleme gehabt. Man kriegt sogar durch den vierten Schuss von der Ultimate-Mana wieder. Und man hat deutlich mehr Upkling-Zeitverringerung. Wenn man Essence Weaver plus Fire Cannon hat, sitzt man schon auf 30%. Will man das Ganze ein bisschen übertreiben, kann man sich noch Cooldown-Schuhe kaufen. Und wenn man gut im Spiel ist, hat man schon so Minute 20, 25, 40% CDR, was halt echt massiv ist. Dadurch kann man dann auch deutlich besser mit der Utility, also zum Beispiel mit dem Snare vom W oder mit dem Slow von der Ult, arbeiten. Weniger Schaden machen die Spells aber trotzdem, das darf man nicht vergessen. Aber zum Beispiel die Ultimate hat, wenn man ungefähr Level 11 ist und 40% CDR hat, fast 40 Sekunden weniger Cooldown und der W hat auch ungefähr 4 Sekunden weniger. Das ist schon ziemlich viel. Dazu kann man mit dem Crit-Item-Build deutlich besser kiten, da man ja mit jedem Crit durch Jhin's Passive auch Movement Speed bekommt. Das ist beim Armor-Pen-Item-Build jeder vierte Auto-Attack, bei Jhin eben mit dem Crit-Build, je nachdem wie viel Crit man hat, theoretisch jeder zweite oder sogar jeder Auto-Attack. Und der Movement Speed, den man kriegt, ist gar nicht mal so wenig, gerade wenn man eben nicht die Cooldown-Boots, zum Beispiel Dreierschuhe hat. Und zu guter Letzt scaled der Crit-Item-Build zumindest ab 4 Items auch deutlich besser als der Armor-Pen-Item-Build, was der Grund ist, warum man beim Armor-Pen-Item-Build gegen Ende des Item-Builds auch meistens auf Crit geht und vielleicht sogar das ein oder andere Item wieder verkauft zugunsten von Crit. Crit ist im Late-Game einfach OP wegen der Passive. Ihr kennt das, irgendwie ein Screenshot. Jhin hat 1000 AD oder so. Ja, Crit macht's möglich. Betrachtet man jetzt nochmal die Schwächen des Armor-Pen-Item-Builds, nämlich frühe Rüstung und eben die Tanks, so hat der Crit-Item-Build dort einige Vorteile. Man kann, wie schon erwähnt, wesentlich besser kiten. Gegen so eine Poppy, die 200 Rüstung Minute 20 hat, machst du mit dem Armor-Pen-Build nichts außer weinen und sterben. Mit dem Crit-Item-Build kannst du zumindest ein bisschen besser kiten. Und zusätzlich hat er ja angesprochen, dass du mehr Utility hast mit dem Crit-Item-Build. Ja, wenn dir zwei Tanks mit 200 Armor vor der Nase stehen, machst du eh keinen Schaden, egal ob du Armor-Pen oder Crit baust. Da sind dann zum Beispiel 4 Sekunden weniger Cooldown auf dem W schon ziemlich hilfreich oder eben auch weniger Cooldown auf der Ultimate, weil ihr eben eurem Team helfen wollt mit Snares, mit Slows und was auch immer ihr noch im Battle habt. Und ja, dazu kommt auch noch, wie schon erwähnt, die Ult hat auf Stufe 11 mit Armor Pen ungefähr 95 Sekunden Cooldown. Mit Crit hat sie ungefähr 60, 65 Sekunden Cooldown. Das ist ein Unterschied von 30, 35 Sekunden, wie schon erwähnt. Und das heißt, ihr könnt eure Ultimate nicht nur zum Beispiel mitten in einem Teamfight zum Damagen benutzen, wie beim Armor Pen Item Build, sondern ihr könnt auch einfach mit der Ultimate eröffnen und versuchen, irgendein Ziel, was relativ weit weg ist, zu slowen, sodass euer Team rankommt. Denn wenn es nicht der Fall ist, wenn ihr die Ultimate nicht effektiv einsetzen könnt, dann hat sie nur 60 Sekunden Cooldown. Das ist jetzt nicht die Welt, aber 90, 100 Sekunden, das ist schon eine ganze Menge. Also da habt ihr deutliche Vorteile. Aber wie schon erwähnt, dass man gegen Tanks viel, 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 viel besser klarkommt und seinem Team außer Schaden noch ein bisschen mehr bieten kann oder mehr vom CC bieten kann. Das sind so die zwei Hauptgründe, warum der Crit-Item-Build sein Comeback feiert. Und das konkludiert eigentlich auch schon den Vergleich. Armor-Pen böllert mehr im Early-Game gegen Squishy-Targets. Crit-Item-Build ist besser, wenn die Gegner relativ viele Tanks haben und wenn ihr mehr Utility haben wollt. Deswegen sieht man es zum Beispiel auch. Deft und Sneaky sind zum Beispiel zwei Beispiele, die inzwischen nur noch den Crit-Item-Build bauen. Also die gehen gar nicht mehr auf Armor-Pen. Die haben keinen Bock mehr darauf. Die sagen sich, Mob-Damage ist mir egal, ich gehe auf Crit. Gerade auf den Worlds wird man, ich denke mal, Richtung Viertelfinale, Halbfinale nur noch die Crit-Item-Builds sehen, denn man kann da oft mit diesem Power-Spike-Ghost-Build gar nicht mal so viel anfangen. Und Utility ist einfach Trumpf, wenn es um sehr hohes Spielniveau geht. Zumindest auf dem Papier ist der Crit-Build gegen Tanks oder eben, wenn ihr sehr viel Utility in eurem Team haben wollt oder im Late-Game scalen wollt, zum Beispiel eure Lane verliert, einfach besser. Verliert ihr eure Lane? Baut Crit. Haben die Tanks? Baut Crit. Wollt ihr eurem Team mit CC helfen? Baut Crit. Das ist so ein bisschen die Message des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen informiert. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.